Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Forex Screener. Und das machen wir mit Manuel Lücke. Ich freue mich, dass er heute Abend die Zeit für uns gefunden hat. Und ja, wie Sie ja auch schon sehen und lesen können, haben wir das Thema heute Fibonacci Retracements, wie wir das auch entsprechend im Forex Screener finden und bei den ganzen Symbolen, die angeboten werden. Und wie dann entsprechend was auszufüllen oder auszuwählen ist, das wird der Manuel dann entsprechend alles zeigen. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns wie immer den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt wissen Sie auch, wie immer müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann Manuel, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Spaß, viel Erfolg. Ich bin natürlich im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Perfekt. Dann übertrage ich meinen Bildschirm und starte mal die Präsentation. Ja, wir sehen Das noch auch wahrscheinlich noch. das falsche, genau, falsche Bildschirm. Genau. Jetzt passt es. Jetzt passt. Super. Okay. Ja, dann vielen lieben Dank für die Einleitung und von mir natürlich auch nochmal ein herzliches Hallo. Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Heute geht es wieder um den Forex-Screener, genauer gesagt in Kombination mit Fibonacci-Retracements. Ich sag mal, Fibonacci-Retracements sind ein sehr populäres Tool im Trading. Darüber sollte man definitiv Bescheid wissen, wie man das Ganze nutzen kann. Wir werden heute auch ein bisschen ja, in die Theorie gehen und mal gucken, woher die Fibonacci-Retracements überhaupt kommen und werden auch in Kombination mit dem Forex-Screener schauen, wie wir das Ganze halbautomatisch nutzen können. So. Und bevor es losgeht, stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren in oder an der Börse aktiv, überwiegend als Entwickler, damals angefangen in einer Vermögensverwaltung in Berlin, wo es darum ging, Handelssysteme zu programmieren. Und da war der Ablauf meistens so, dass wir Trader hatten, die sich sehr gut am Markt auskannten. Die sind mit Ideen quasi zu den Entwicklern gekommen und wir haben die ganzen Ideen dann eben umgesetzt. Sobald man ein Handelssystem entwickelt hat, kann man das Ganze ja auch auf die Vergangenheit testen, wie gut das Ganze performt und ob das Ganze auch profitabel ist. Das Ganze habe ich für viele Plattformen schon betrieben. Also das meiste ist natürlich der MetaTrader heutzutage, aber auch mit dem NinjaTrader oder sogar komplett nativ plattformunabhängig habe ich da schon meine Erfahrungen gesammelt. Und dementsprechend ja, bin ich heutzutage auch noch in der Branche, aber quasi mit meiner eigenen Agentur, die Top Trading Software. Das heißt quasi, falls Sie eine Idee haben oder einen Bedarf haben, sich eine Software für das Trading entwickeln zu lassen. Und das muss nicht immer ein Handelssystem sein, sondern es kann eben auch eine unterstützende Software für Ihren Prozess sein, beispielsweise Überwachungssoftware, also Monitoring-Software, oder manche wollen auch auf verschiedenen Konten gleichzeitig handeln, heißt quasi ihre Trades kopieren. Dann brauchen Sie eben eine Copy-Trading-Software, sowas können wir auch anbieten. Und ja, man muss eben der Fantasie so ein bisschen den freien Lauf lassen, weil ich glaube, das ist ziemlich grenzenlos, was man alles entwickeln kann. Und das zum einen. Zum anderen, worum es heute geht, der Forex-Screener, das ist ein Tool, womit Sie im Markt live nach Ihren Kriterien screenen können. Also das heißt, Sie geben Ihre Kriterien ein, wonach wollen Sie gerade suchen. Beispielsweise nach Märkten, die gerade ein sehr hohes Momentum haben oder sich an einem Widerstand befinden.
Und dann wird der Forex-Screener Ihnen genau die Märkte aufzeigen, bei denen es gerade so ist, sodass es einfacher ist, Setups zu finden, ohne dass man sich eben durch alle Charts durchklicken muss. Aber dazu dann eben in ein paar Minuten ein bisschen mehr. Und hier nochmal die ganz grobe Agenda, der Fahrplan für heute. Wir klären erstmal, was sind Fibonacci-Retracements, gucken uns das Ganze kurz in der Theorie an. Danach gehen wir auch in den MetaTrader, schauen uns an, wie man das live praktiziert, wie man diskretionär eventuell ein Setup finden kann. Und danach schauen wir auch noch, wie wir das Ganze mit dem Forex-Screener machen und was es da für Trading-Setups als Inspiration gibt. Sie können natürlich jederzeit auch Fragen stellen, allgemein zum Forex-Screener oder natürlich für konkret für das Thema heute auch. Gar kein Problem. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Und ich habe erstmal ein Bild mitgebracht, wo man den typischen Marktverlauf sehen kann. Und wichtig ist zu wissen für uns Trader, wenn wir über Marktphasen nachdenken und das grob kategorisieren müssen, was gibt es da so für Phasen? Ich sag mal, ganz, ganz grob gibt es eigentlich nur zwei Phasen. Die eine ist, wir haben eine Range und der Markt läuft einfach seitwärts. Und die zweite Phase ist, wir haben einen Trend, der ja die Range irgendwann mal durchbrochen hat und dann läuft der Markt eben in eine Richtung. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir erkannt haben, dass wir eine oder in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie können wir dann Geld verdienen? Wie können wir unsere Trading-Setups finden? So, bei den Ranges ist es eigentlich eine simple Sache. Sobald man es erkannt hat, kann man sich an einer Seite der Range platzieren. Sagen wir mal hier an der Oberseite, Richtung Short immer traden und den Stop-Loss relativ knapp über der Obergrenze halten. Und genau, das wäre so ein typisches Range-Setup. Das ist heute für uns nicht so interessant. Was für uns interessant ist, sind eher trendige Bewegungen, Impulsbewegungen, weil wenn man sich mal vorstellt, und das ist so ein bisschen auch Idealvorstellung von Tradern, wir sehen eine große Bewegung und stellen uns immer vor, boah, wie viel hätte man hier verdient, wenn man ganz unten eingestiegen wäre, am besten mit einem Stop-Loss von 10 Pips, whatever, und man nimmt hier 1000 Pips mit. So, das ist das, was alle haben wollen. Und man muss es sich eigentlich gar nicht so kompliziert machen, weil die bittere Realität ist, wenn man einen Einstieg hier unten schafft, und hier oben aussteigt, dann ist es meistens Glück. Die Realität ist, wir müssen versuchen, einen Weg zu finden, in diese Impulsbewegung hineinzukommen Richtung Long, auch nachdem sie schon gestartet ist. Also sobald der Markt hier ausgebrochen ist und wir langsam wissen, okay, der scheint jetzt in eine Richtung abzuziehen, ist die Frage, wo steigt man ein? Der Beginner steigt natürlich hier Richtung Long ein. Dann dreht der Markt erstmal in die andere Richtung und man wird ausgestoppt. Danach denkt man, okay, geht wieder Richtung Süden, also Short-Position und dann geht es weiter nach oben. Typischer Anfängerfehler. Der fortgeschrittene Trader, der wird einfach abwarten, bis nach der ersten Impulsbewegung die Korrektur kommt, um dann in der Korrektur Richtung der Impulsbewegung einzusteigen. Und diese Strecken, die sind messbar. Und das ist das, wo die Fibonacci-Retracements interessant werden, worum es heute quasi geht. Dass der Markt oder dass die Impulsbewegung, ich sag mal, nach dieser Bewegung die Korrektur, wie weit diese runterlaufen wird, das kann man einschätzen mit den Fibonacci-Retracements. Und wir gucken uns am besten mal im Chart direkt an, wie das Ganze zu verstehen ist, was man damit meint. Und zwar haben wir den MetaTrader geöffnet und ich habe hier mal den Euro-US-Dollar-Chart offen. Und wir haben jetzt hier
eine ziemlich langanhaltende Abwärtsbewegung erstmal seit dem Juli auf dem H1-Chart. Und die Frage wäre eben gewesen, also typisches Beispiel, wie hätte man jetzt von dieser Abwärtsbewegung irgendwie profitieren können, gut mit einsteigen können, wenn man es nicht hier oben geschafft hat? Und die Antwort ist dann eben, sind die Fibonacci-Retracement-Bänder, weil wenn man sich die auswählt, die findet man oben in dem MetaTrader, dann legt man die immer so an, dass man von der Spitze der Bewegung das runterzieht und bis zu einem Swing oder ich sag mal lokalen Tief das Ganze zieht. Und dann bilden sich hier solche Bänder beziehungsweise so ein Raster. Und man hat hier die Zahlen, die typischen Fibonacci-Levels. Das ist einmal die 38,2, die 50, die 61,8. Dann gibt es noch die weniger populären Zahlen, die 23,6. Und hier gibt es eigentlich auch noch ein 78er Level. Und was jetzt hier so, naja, ich sag mal so besonders dran ist, wenn wir das jetzt so weiterziehen und wir ziehen es einmal über diese Impulsbewegung, haben wie gesagt die Korrektur. Dann kann man oft beobachten, dass diese Bewegung oder die Korrektur bis zu einem der Fibonacci-Levels läuft und dann die Korrektur endet und der Markt weiter in die Impulsrichtung sich wieder bewegen wird. Von daher macht es natürlich Sinn, als Basic-Setup oder als Basic-Gedanken, wir nehmen uns diese Levels, die Fibonacci-Levels, um uns dort zu positionieren und unsere Einstiege zu finden. Hätte in dem Beispiel jetzt natürlich super geklappt, aber da ermutige ich Sie vielleicht auch mal, sich selber Zeit dafür zu nehmen, durch die Chart zu gehen. Man findet solche Beispiele mit den Fibonacci-Zahlen extrem oft. Und man muss eben schauen, dass man es nicht so beliebig macht, sondern wirklich über eine Impulsbewegung diese Bänder legt und im besten Falle sogar noch, wenn die Impulsbewegung ein neues Tief in dem Markt eingezeichnet hat. Also beispielsweise hier haben wir jetzt auch wieder ein neues Tief, wo wir die Bänder anlegen und nach dem Tief kommt die Korrektur und läuft wieder so bis zu dem 38,2er Level. Das wird man ja häufig finden. Wahrscheinlich haben wir das hier auch wieder. Mal gucken. Genau, wenn wir das so anlegen, haben wir das hier sogar passt bis zu dem 68er Level. Und wichtig dabei zu beachten ist eben, wie gesagt, wir brauchen eine Struktur, also einen Trend. Und der Trend zeichnet sich immer aus dadurch, wir haben einen Hoch und wir haben immer tiefere Tiefs, die kommen und tiefere Hochs, die wir jetzt in einer Abwärtsbewegung haben, bis dann eben die Korrektur erscheint. Und in so einer Seitwärtsbewegung, wie wir es beispielsweise hier jetzt haben, circa, hier haben wir jetzt eigentlich auch ein tieferes Tief, aber wenn man sich die Range anguckt, sieht die eben schon sehr seitwärts aus. Da sollte man in solchen Phasen die Fibonacci-Bänder oder Retracements eher nicht anwenden, sondern immer schön in den Trends. Okay, das mal so als Grundlage. Wenn das schon mal interessant erscheint, ich wiederhole es gerne nochmal, nehmen Sie sich mal die Zeit und legen mal beim nächsten Mal, wenn Sie im Chart unterwegs sind, die Fibonacci-Retracement-Bänder vom Hoch zum Tief an und machen das an mehreren Stellen. Gucken mal nach, wie oft es auftreten wird. Und ja, man kann da schon ein bisschen mindblown sein, sage ich mal, wie oft das passiert. So, das erstmal als Hintergrund. Und wir wollen natürlich auch mal schauen, wo die Zahlen denn eigentlich herkommen, bevor wir dann weiter in die Praxis gehen. Weil es ist ja nicht verkehrt, wenn man auch einen gewissen Hintergrund immer kennt zu den Sachen, die man praktiziert. Und die Fibonacci Retracements,
die kommen aus, die haben ihren Ursprung in der Fibonacci-Zahlenfolge. Die hat der ein oder andere sicherlich schon mal gehört. Ich bin, glaube ich, in der Oberschule damit mal in Kontakt gekommen. Ganz einfache mathematische Folge. Und zwar startet die Folge mit zwei Zahlen, der 0 und der 1. Das ist einfach so festgelegt. Und jetzt geht es darum, die nächste Zahl zu finden. Das ist quasi eine unendliche Folge. Und wenn man diese beiden Zahlen hat, mit denen man startet, dann muss man die beiden zusammenaddieren, um quasi auf die nächste Zahl zu kommen. Und diesen Prozess wiederholt man einfach. So hatte man jetzt nach der ersten Iteration sozusagen die 1 gefunden. Dann nimmt man sich die 1 und die 1, addiert die beide, dann erhält man die 2. Dann nimmt man die 1 und die 2, addiert es und kommt eben auf die 3 und immer so weiter. Das ganze Spielchen lässt sich unendlich lange fortführen. Und jetzt ist eben einem Mathematiker aufgefallen, dass es zwischen den Zahlen einen Zusammenhang gibt. So. Und dieser Zusammenhang ist quasi, er hat einfach zwei Zahlen genommen, die aneinander liegen, und hat die miteinander dividiert. Also er rechnet jetzt die 8 durch die 13 und hat dann eben die 0,618 erhalten. So, und diese 0,618 ist ja quasi repräsentativ für unsere, für eines unserer Fibonacci-Level, nämlich den 61,8er-Level. Und er hat eben festgestellt, das kommt dabei raus, wenn man die zwei Zahlen miteinander dividiert, die nebeneinander liegen. Er hat auch probiert, Zahlen miteinander zu dividieren, die quasi eine Zahl auslassen. Also er nimmt die 8 und die 21, dividiert das Ganze und erhält dann die 0,382. Und das ist sozusagen der Hintergrund, wie diese Zahlen miteinander zusammenhängen. Jetzt ist irgendjemand anscheinend auf die Idee gekommen und nimmt das Ganze dann im Börsenmarkt, fing an, die Bewegungen zu vermessen. Und es geht hier eigentlich nur darum, wie weit eine Bewegung korrigiert. Weil wir haben eine starke Bewegung nach unten und jetzt ist die Frage, wie weit läuft die Korrektur? Läuft sie bis genau hier oben? Dann würde eine Korrektur von 100% stattfinden. Läuft sie nur bis zur Hälfte? Dann hat die Bewegung nur um 50% korrigiert. Und so haben sich eben diese Zahlen ergeben, dass die Fibonacci Retracement Level 61,8, 50 und 38,2 am häufigsten angelaufen werden und Dreh- und Angelpunkt für das Ende der Korrektur sind. So, was uns quasi einen statistischen Vorteil beschert, wenn wir Trading Setups suchen. Das ist jetzt sozusagen der theoretische Hintergrund. Hier das Ganze auch nochmal eingezeichnet. Eine Zusatzinfo noch. Die 50%, die wurde eigentlich auch nur dazu gemogelt, weil das aus dem Konzept, was ich gerade eben erklärt habe, die gab es sozusagen eigentlich gar nicht. Also er hat eigentlich nur die anderen Zahlen, die 61,8, 38,2 und 23,8 sozusagen herausgerechnet und in der Börse, aber in den Bewegungen beobachtet. 50% Korrektur wird auch extrem oft angelaufen, also kommt das mit rein in die Fibonacci-Bänder. So. Okay, dann wissen wir erstmal, womit wir es da zu tun haben. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt das erste Trading-Setup mal zusammen ansehen, gehen wir mal vielleicht in den Forex-Screener rein und ich erkläre mal so ein bisschen die Funktionsweise, weil wir ja im Endeffekt dann mit dem Forex-Screener Fibonacci Retracement Levels finden können, beziehungsweise Symbole, die sich an solchen Levels befinden. So. Und ja, wer jetzt noch keinen Account für den Forex-Screener hat, der kann gerne auf unsere Webseite kommen, forex-screener.de.
Dort findet man auf der Startseite direkt einen Button Zugang erstellen und jeder, der bei FX Flat ein aktives Konto hat, der bekommt seinen Forex-Screener Zugang auch komplett kostenlos. So. Und dann können Sie sich hier einloggen, dann sehen Sie genau diese Oberfläche. Und was man hier sieht, ist eine Vielzahl von Filtern, die für unsere Kriterien stehen, die wir quasi eingeben. Im Endeffekt, wonach wollen wir suchen im Markt? Was soll passiert sein? Und um mir mal ein simples Beispiel zu nehmen, können wir beispielsweise sagen, wir wollen alle Märkte uns rausfiltern, wo der Kurs sich gerade über einem Bollinger Band befindet. Dann würde man das hier auswählen mit dem Filter. Und wir könnten auch noch angeben, dass wir beispielsweise nur auf dem H1-Zeitintervall uns die Symbole anzeigen lassen wollen. Und wir könnten auch noch sagen, dass wir darunter aber auch nur Forex-Paare haben wollen. Also alles per uns kombiniert sozusagen. So, und dann kann man nach unten scrollen und findet hier die Ergebnisse. Wir haben jetzt für unsere Anfrage oder mit unseren Kriterien 5 Ergebnisse gefunden. Und man sieht immer eine Vorschau des Marktes von dem, was man gefunden hat. Kann dann auch einfach mal reinklicken. Und das Ganze wird dann im Hintergrund geöffnet in dem MetaTrader. Wenn man das Forex Screener Add-on installiert hat, was man auch auf unserer Webseite findet. Aber wichtig für uns jetzt erstmal, wir haben den Aussie-Yen und auf H1, so wie wir es angegeben haben, also Forex-Paar, H1-Zeitintervall, wir haben das Bollinger Band und sehen, das Bollinger Band verläuft ungefähr so, falls es ein bisschen schwer zu sehen ist, und die zuletzt abgeschlossene Kerze, die befindet sich eben über dem Bollinger Band. Also das ist genau das, wonach wir gerade gesucht haben, und so kann man sich das Prinzip vorstellen, wie der Forex Screener arbeitet. So, Kriterien eingeben, Ergebnisse bekommen und fertig. Jetzt haben wir eben verschiedene Kategorien mit unserem Forex Screener, und für uns heute relevant ist die Sektion Fibonacci Filter fürs Erste. Und wir haben hier verschiedene Gruppen implementiert. Das heißt, die Fibonacci-Bänder oder Retracement-Levels, die kann man, also es gibt unterschiedliche Trader, die das unterschiedlich verwenden. So wie ich es in der Einleitung erklärt habe, wäre die letzte Trendbewegung interessant. Es gibt auch Leute, die dieses Band einfach über die komplette letzte Woche beispielsweise ziehen, da müsste man in diese Gruppe reingehen. Oder es gibt auch Leute, die ziehen das eben über den gestrigen Tag. Für die ist dann diese Gruppe relevant. Für uns eben die letzte Trendbewegung. Oder was ich auch manchmal nutze, ist eben der gesamte Trend. Also seit Start des Trends sozusagen und nicht nur der letzte Trendarm. Wenn man die Gruppe aufgeklappt hat, sieht man dann die verschiedenen Levels, nach denen man quasi suchen kann. Und ich persönlich nutze am meisten das 50er Retracement Level. So, dann kann man hier sagen, wie dicht der Kurs eben an dem Level dran sein soll. Umso dichter oder umso kleiner die Prozentzahl, umso dichter wird der Kurs sich daran befinden. Ich nehme mal die 0,1. Das heißt quasi, der Kurs darf nicht weiter als 0,1% vom aktuellen Kurswert von dem Fibonacci-Level entfernt sein, von dem 50er-Level. Und damit wir nicht allzu viele Ergebnisse haben, weil jetzt gerade haben wir 37, kann man das Ganze eben auch noch ein bisschen einschränken. In der Kategorie nutze ich dann meistens Forex, Major Miners und auch Indizes. So. Und ja, dann sieht man eben entsprechend die Vorschau. Und dann kann man hier sich schon mal ein kleines Bild machen, was lohnt sich denn zu öffnen? Was sollte man sich jetzt genauer im Chart angucken?
weil nicht alles, was man finden wird, wird auch handelbar sein. Für mich auf dem ersten Blick sieht erstmal richtig gut aus. Der Schweizer Index und Euro-Schweizer Franken. Warum? Weil wir, also hier beispielsweise sehen wir in der Vorschau, hier gibt es eine Art Widerstand, der gebildet wurde. Und der aktuelle Kurs liegt jetzt auch an dem Widerstand. Das ist gerade noch unabhängig von den Kriterien, die wir eingegeben haben. Unser Kriterium sind ja quasi 50% der letzten Bewegung, was das hier sein wird und befindet sich jetzt auch ungefähr bei 50%. Also gucken wir uns das Ganze mal an und sehen jetzt genau das, was wir auch sehen wollen. Also wir haben jetzt hier eine gute Abwärtsbewegung, hier haben wir die Korrektur, sind jetzt genau bei 50%, wird auch alles automatisch eingezeichnet vom Forex Screener Add-on. Und dann, wenn man mal rauszoomt, wie gerade auch gesagt, haben wir hier eben so einen harten Widerstand, den wir ja schon einmal durchbrochen haben und den wir jetzt von unten wiederum antesten. So. Und das sieht mir jetzt gerade schon mal nach einer ziemlich guten Zone aus. Also was ich immer sage ist, man soll nicht direkt, wenn man sowas sieht, aufs Knöpfchen drücken, sondern im besten Falle wartet man auf eine Bestätigung. Und wie sieht so eine Bestätigung aus? Ganz einfach, wir sind jetzt gerade auf dem H4 Zeitintervall und müssten dafür einfach mal reingehen auf ein tieferes, auf ein kleineres Zeitintervall. Beispielsweise H1, beispielsweise M15, sorry. Und auf M15 sieht es jetzt gerade noch gar nicht so short aus, sondern es sieht so aus, wie wir laufen noch ein bisschen nach oben, falls es nicht direkt an dem Level jetzt abprallt. Und es gibt hier mehrere Einstiegs- oder Bestätigungstechniken, sage ich mal. Eine Technik ist beispielsweise, man wartet darauf, dass ein Außenstab gebrochen wird. Also Außenstab heißt quasi der letzte, die letzte Kerze, die zu einem neuen Hoch geführt hat oder den höchsten Schlusskurs hat sozusagen und zu einem neuen Hoch geführt hat. Und sobald wir darunter jetzt schließen würden, das heißt quasi, diese Kerze hier wäre relevant dafür, und einen neuen Außenstab, einen bullischen, hätten wir eben, sobald eine neue Kerze über diesem Hoch schließt. Das ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Und so könnte es eben sein, dass die Kerze jetzt noch dreht, irgendwo hier schließt und dann bekommen wir noch eine Kerze, die beispielsweise hier so schließt auf diesem Level. Und das wäre schon mal eine gute Bestätigung, die man eben nutzen könnte für einen Short-Einstieg. So, hätten wir auch genau dieses Level berührt. Wir hätten hier einen inversen Hammer. Das sind alles gute Anzeichen, die unsere Wahrscheinlichkeit, dass es eben Richtung Short weiterhin reagieren wird, gut nach oben treibt. So. Kann natürlich auch noch auf einen noch kleineren Zeitintervall gucken. Hier sieht es aber auch sehr bullig aus, weil wir haben ja einfach höhere Tiefs und auch höhere Hochs. Und sobald eben diese Struktur kaputt ist, also sobald wir jetzt vielleicht ein tieferes Tief gemacht haben oder vielleicht sogar hier, könnte man eben einen Short Entry überlegen. Okay. Das erstmal fürs Erste. Okay, hier kam eine Frage rein, woher kommen die Fibonacci-Levels auf der Börse her? Es muss ja einen mathematischen Grund dafür geben. Also ich glaube, den mathematischen Grund habe ich vorhin erklärt. Und wer jetzt derjenige war, der das auf die Börse projiziert hat, das weiß ich allerdings nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Also die Fibonacci-Zahlenreihe, die war auf jeden Fall vor der Börse da. Oder die Idee gab es zuerst. Besser so. Okay, dann gucken wir vielleicht mal nach Setups. Und zwar
Haben wir jetzt schon mal eine Idee, wie man Fibonacci Retracement Level nutzen kann, um Einstiege zu finden? Einerseits eben auf diskretionären Weg. Diskretionär heißt, wir haben keine Software, die uns dabei irgendwie hilft, sondern wir ziehen einfach selber unsere Levels und machen dann die Einstiege, das ist quasi komplett manuell. Und mit dem Forex Screener haben wir jetzt auch schon eine Herangehensweise gefunden, dass wir uns Märkte automatisch suchen lassen können, die an solchen Levels liegen, sodass wir Einstiege machen könnten. Und der nächste Step wäre aber, dass wir nicht nur von dem Fibonacci Retracement Level abhängig sind, sondern dass wir noch mehrere Setup-Kriterien einfließen lassen. Also wir kombinieren das Ganze mit weiteren Kriterien. Beispielsweise könnten wir auch sagen, wir wollen ein Setup, welches an dem 50er-Level liegt und wo hier noch ein weiterer Widerstand sein müsste, den man jetzt nicht durch manuelles Erfassen quasi gesehen hätte, sondern der Forex-Screener soll das für uns mitsuchen, sodass wir im Endeffekt weniger Arbeit haben, weil so ein Trading-Setup ist meistens wie so ein Puzzle, könnte man sagen. Also wir wollen jetzt nicht nur ein Puzzlestück haben, die Fibonacci Retracements und unser Bild ist fertig, sondern wir wollen eben viele Puzzleteile nehmen, die zusammensetzen und das ergibt dann eben unser Trading-Setup. So, und dann wollen wir mal gucken, was gibt es dann noch für Puzzleteile, die wir hier nehmen könnten. So, und hier als Bild haben wir unser erstes Puzzleteil, unser Trading-Setup. Was ist hier charakteristisch zu sehen? Wir haben hier wieder einen Aufwärtstrend und unser 50er Fibonacci Level, da befindet sich der Kurs, beziehungsweise bis dahin lief die Korrektur. Und unser Einstieg in Long-Richtung, der geschieht genau hier. Jetzt ist die Frage, warum genau hier? Weil wir Außenstäbe uns zu Hilfe ziehen. Und die Außenstäbe, die roten, sind quasi die Korrektur. Und dieser Außenstab, also die Außenstäbe, wie vorhin schon gesagt, die schließen unter einem neuen Tief. Dann ist es der neue Außenstab. Und sobald ein Außenstab in die entgegengesetzte Richtung gebrochen wird, das heißt, wir haben jetzt eine Kerze, die schließt über den letzten Bärenaußenstab und macht es demzufolge zu einem neuen bullischen Außenstab. Und das ist dann unser Trigger für das Long, für den Long Entry. So. Und solche Geschichten kann man sich auch automatisch mit dem Screener finden lassen. Und wir wollen einmal gucken, wie wir das machen und wollen auch mal schauen, ob wir vielleicht ein gutes Setup heute auf dem Abend noch finden können. Jetzt nehmen wir erstmal wieder die gleiche Kategorie, Forex, Majors, Minors und Indizes und gehen wieder in unser Fibonacci-Filter in die Sektion rein, sagen, das Level, das 50er-Level, da soll sich der Kurs jetzt dran befinden. Und jetzt müssen wir als zweites eben noch in die Außenstabfiltersektion und müssen hier noch angeben, dass wir jetzt einen neuen Außenstab in die bullische Richtung haben wollen. So, das heißt, wir können hier sagen, neuer Außenstab in entgegengesetzte Richtung, also die letzte Kerze. Und wir können hier auch die Richtung festlegen, in welche der Außenstab zeigen soll. Da müssten wir jetzt die Aufwärtsbewegung nehmen. Jetzt haben wir quasi diesen Part hier schon mal abgedeckt, dass wir diesen Außenstab haben. Und was wir jetzt natürlich aber noch nicht gesagt haben, dem Forex-Screener, ist, dass wir aber einen Aufwärtstrend haben wollen und quasi eine Korrektur haben wollen. So, das würde ich mal am zweiten Part erstmal
mit hineinziehen. Ich würde jetzt erstmal so gucken, was dabei rauskommt, alleine fürs Verständnis. Und danach können wir das gerne noch nachadjustieren, dass wir den Trend genauer bestimmen. Okay, also wir haben jetzt so mit dem Außenstab schon mal auch kein Ergebnis gefunden. Das heißt, so ein Setup gibt es gerade nicht für unsere Auswahl. Wir können aber auch mal schauen, dass wir unsere Asset-Kategorien weiter ausbreiten und mal schauen, ob es hier vielleicht was anderes gibt. Okay, und hier erkläre ich gerne mal das Ganze. Das ist ein gutes Beispiel, das ist sozusagen ein False Positive Beispiel, weil wir unsere Trendrichtung zeigt nach unten und unser Fibonacci Level, die letzte Bewegung, da läuft eben die Korrektur, die läuft nach oben sozusagen. Und von unseren Anforderungen her, unsere Kriterien, die passen soweit, weil wir haben jetzt hier einen neuen Außenstab gefunden, der grüne. Der hat sozusagen diesen alten Außenstab hier gebrochen. So. Und das Ganze in Kombination, das passt jetzt soweit. Nur, dass wir halt das so eigentlich nicht haben wollten. Also wir hätten jetzt uns das gerne andersrum gedacht, dass wir einen Außenstab haben, der quasi nach unten bricht. Also der hier quasi runterbrechen würde, nachdem wir einen Aufwärtsaußenstab haben. Und das war jetzt genau der Fall, den ich meinte mit, wir haben noch keine Trendrichtung angegeben. Deswegen sollten wir das mal nachholen. Aber das war jetzt mehr so fürs Verständnis gewesen, damit man auch mal ein bisschen versteht, wie man die Kriterien in den Forex Screener eingeben muss, weil das teilweise auch gar nicht so einfach ist und man da immer ein bisschen mitdenken muss. Also müssten wir hier jetzt auch noch in die Trends gehen. Hier oben haben wir auch eine Suche, wo man einfach Trend eingeben kann, um dann alle Trendfilter zu finden. Und jetzt können wir in der Trendrichtung noch sagen, dass wir beispielsweise einen Abwärtstrend haben wollen. Ja. Ach Quatsch, wir wollen natürlich einen Aufwärtstrend haben, wegen den Außenstäben. So. Und dann finden wir jetzt aktuell keine Ergebnisse, weil dieses Setup am Markt eben so in der Form und mit der Richtung gerade nicht gefunden wurde. Also sprich, das gibt es nicht. Wenn wir so eine Situation haben, dann können wir einfach das ganze Setup mal negieren. Das heißt, wir vertauschen die Außenstabsrichtung und die Trendrichtung, um quasi in die entgegengesetzte Richtung zu prüfen, ob wir so ein Setup finden oder nicht. Und das zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal, wie man es macht. Und zwar müssen wir einfach die Richtungen umkehren. Wir sagen, die Trendrichtung soll abwärts gerichtet sein. Das Fibonacci-Level bleibt, weil es eben auch bei 50% der Korrektur dort der Kurs liegen soll. Und wir müssen die Außenstäbe nochmal umkehren, entgegengesetzte Richtung, das bleibt. Aber der aktuelle Außenstab soll eben Richtung abwärts zeigen. Und dann können wir mal gucken, ob wir da jetzt noch ein Setup bekommen oder ob der Markt auch sowas für heute nicht mehr parat hat. Okay, leider auch kein Ergebnis. Das ist auch nicht so schlimm. Weil wir haben ja jetzt nur für das 50er Level quasi überprüft, ob dort der Kurs dran liegt. Was man jetzt auch noch machen könnte, ist, man geht eben die anderen Levels durch. Also das 38er Level, das 61er Level, die könnte man überprüfen. Und da könnte man vielleicht auch noch ein Setup finden. Aber ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal lieber zum nächsten Setup, um zu prüfen, beziehungsweise es sind ein bisschen einfachere Setups, die noch kommen. Womit man wahrscheinlich mehr finden wird. So, manche Setups sind eben sehr selten. Da haben wir auch eine Benachrichtigung, die man eben sich einrichten kann. Und wenn dann so ein Setup kommt, dann wird man automatisch benachrichtigt. Aber da das jetzt noch nicht der Fall ist, gehen wir mal zum nächsten Setup und
checken es einfach. So, zurück in die Folie. Und ich gucke mal kurz. Ah ja, hier noch als kleine Ergänzung, was gerade eben quasi gesucht war und mit dem Forex-Screener schon mal gefunden wurde, ist quasi genau das hier, ne? Also wir haben einen Abwärtstrend. Die Korrektur läuft bis zu dem 38er-Level. Und hier haben wir den Bruch mit dem Außenstab. Und hier kommt dann entsprechend der Entry. Und dann eben unten der Ausstieg. Aber so saubere Setups, wie gesagt, sind relativ selten zu finden. Deswegen am besten benachrichtigen lassen. So, ich würde mal gucken, was hier noch kommt. Okay. Und ich würde vielleicht mal ein Setup nehmen, was hier jetzt gerade noch nicht drin ist. Und würde es einfach mal am Chart kurz erklären, wonach wir jetzt suchen wollen. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir vergessen die Außenstäbe und nehmen wir uns mal so ein Bild. Und wonach wir jetzt suchen wollen ist, wir haben eine Korrektur, quasi einen Abwärtstrend, Korrektur an einem dieser Levels und suchen nach einem Candle-Pattern, welches die Kerze haben soll. Und ein typisches Candle-Pattern ist so ein inverser Hammer. Also inverser Hammer heißt langer Docht nach oben und Kerzenkörper relativ klein und weit unten. So, das können wir einmal nutzen. Ich denke, da findet man auf jeden Fall immer viel mehr als mit den Außenstäben. Deswegen setzen wir nochmal die Filter zurück. Seite neu geladen. Und gehen nochmal in die Fibonacci-Filter rein. Letzte Trendbewegung bei 50% soll der Kurs jetzt liegen. Und wir nehmen uns die letzte Hammer-Variation. Der letzte Hammer, der soll vor einer Kerze stattgefunden haben. Und dann gucken wir mal. Okay, jetzt haben wir wieder kein Ergebnis. Aber wir können natürlich noch die anderen Levels jetzt mal abprüfen, weil es nicht so schwer ist, das ganze Setup umzukonfigurieren. Okay, ja, dieses Setup sieht schon mal interessant aus. Einfach weil wir sehen, die Korrektur, die läuft gerade sehr impulsiv. Also wir haben hier viele Kurslücken immer zwischen den einzelnen Handelstagen. Und wir scheinen jetzt bei 50% Korrektur zu sein. Hier könnte eventuell langsam auch ein Widerstand kommen. Das heißt, wir gucken uns das Ganze einmal an und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Okay. Also um mal kurz rauszuzoomen. Impulsbewegung gibt dir ganz klar die Richtung vor und die Korrektur startet dann eben von hier, die große. Die letzte Korrekturbewegung oder der letzte Korrekturarm befindet sich in dem Bereich. Und für uns interessant ist eben die letzte Kerzenformation. Wenn ich hier mal reinzoome, dann sieht man das, die zuletzt abgeschlossene Kerze hier unten ist dann eben genau so ein Bild, so eine Hammerformation. Und das ist ein gutes Zeichen für eine Aufwärtsbewegung. So, ich glaube, das Idealbild könnte vielleicht sogar noch ein bisschen länger sein, von der Dochtlänge her. Aber sowas ist schon ein valides Setup, sage ich mal. Vielleicht kein A-Setup, aber vielleicht ein B-Setup. Und was auch noch dafür spricht, ist, dass wir eben den letzten Außenstab, wonach wir jetzt eigentlich gar nicht geguckt haben, aber ich denke da eben immer mit, der letzte Außenstab, der wurde hier auch rausgenommen nach oben. Das heißt, wir haben jetzt eine Kerze, die darüber schließen wird und das ist immer schon ein Anzeichen dafür, dass es halt eine bullische Reaktion geben kann. So, wir haben ja auch eine Menge Targets, was auch gut ist.
Ich weiß nicht, wer sich mit den Gaps so ein bisschen auskennt, aber da gibt es ja eben auch die Theorie, dass Kurslücken geschlossen werden und wir hätten hier eine Menge Kurslücken auf dem Weg. Und das ist dann eben für die Targetsetzung, also wo wollen wir eigentlich unsere Position zumachen, ein ganz gutes Indiz. Also könnte man vielleicht an den Gaps, an den Gap-Kanten die Take-Profits setzen und eventuell dann halt schon Gewinnmitnahmen machen und seine Position schon mal verringern. Das wäre eine typische Herangehensweise. Okay, dann gucken wir uns noch mal ein weiteres Setup an. Und in diesem Setup haben wir die Kombination aus den Fibonacci-Retracement-Levels und einem Widerstand. In dem Fall haben wir die Preismarke als Widerstand. Für alle, die es noch nicht kennen, Preismarke ist sozusagen eine runde Zahl in den jeweiligen Kurs. Beispielsweise Euro-US-Dollar 1,2000, also 1,20. Oder auch 1,21, 1,22 und eben jeder hundertste Pip, könnte man so sagen. Ne? Wenn man sich diese Marken anguckt, findet man dort auch häufig Reaktionen. Wir haben auch einen Preismarkenfilter, der nur darauf ausgelegt ist. Den können wir uns vielleicht zuerst mal als erstes ansehen und danach entsprechend das Ganze mit den Fibonacci-Levels kombinieren. Weil der Effekt, der daraus entstehen soll, ist, dass wir quasi einen Markt suchen, der an einem Preislevel und auch an einem Fibonacci-Level sich befindet und dementsprechend eine stärkere Unterstützung hat und nicht so einfach durch das Level laufen wird. So, das ist der Hintergrund des Setups und wir schauen zuerst mal nach dem Preislevel-Filter. Setzen dafür erstmal die anderen Sachen wieder zurück und geben das Ganze in die Suche mit ein und schauen erstmal nach Märkten, die sich dicht an einem Preislevel befinden. Gucken auch wieder erstmal nach Majors, Minors und Indizes. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir ein Zeitintervall hier auswählen, wenn wir jetzt nur mit der Preismarke unterwegs sind, weil jedes Symbol sozusagen auf jedem Zeitintervall sich an so einer Preismarke befindet. Und dementsprechend betrachtet der Forex-Screener das eben immer separat auf jedem Zeitintervall und würde uns das entsprechend für jedes Zeitintervall auch einmal anzeigen. So sparen wir uns quasi die Ergebnisse. Und sehen jetzt gerade erstmal hier, ja, woran wir sind. Hier haben wir den Euro, australischen Dollar. Können uns den mal angucken. Und man sieht hier eben schon die dunkelblauen Linien, die eingezeichnet sind im Markt. Und wenn man, das ist auch so ein Thema für sich, sage ich mal. Aber grob zusammengefasst hat man das als Widerstand und findet häufig Reaktionen an solchen Levels. Also man sieht oft, dass das Ding dort abprallt oder reagiert. Und hier haben wir gerade eben gescreent, dass wir uns an so einem Level befinden wollen. Das tun wir genau hier. Und so würde man den Filter jetzt erstmal einzeln nutzen, sage ich mal, ohne Fibonacci Retracements und müsste dann entsprechend noch das weiter kombinieren. Also vielleicht könnte man ja auch mit einem Hammer arbeiten oder sucht eben nach weiteren Indizien, die quasi dieses Setup abrunden. In unserem Beispiel wollen wir die Fibonacci Retracement Levels mit hinzufügen und nehmen dann quasi, ja, ich würde hier die Kategorien mal wieder rausnehmen. Oder zumindest die Zeitintervalle, weil die Trendbewegungen sind ja auf allen Zeitintervallen unterschiedlich. Und dann können wir einfach mal schauen, ob wir an den 50er-Level eventuell was finden.
Dann hätten wir jetzt ein Ergebnis, Bitcoin US-Dollar im Tageschart. Hoppla, ja, das ist bisschen zu viel des Guten und können. Ah, das ist kein gutes Setup. Aber zumindest sind wir an einer runden Preismarke dran, bei 28.500. Aber da ja jetzt auf dem Tageschart eben die letzte Bewegung sehr groß war, ist es eben nicht so signifikant. Also ich würde sagen, wir schauen uns mal weiter um, einfach nach einem anderen Fibonacci-Level, welches sich an einer Preismarke befindet. Und die können wir einfach schnell mal durchklicken, um was Besseres zu finden. Okay, Euro-Aussie-Dollar sieht auf den ersten Blick auch nicht so schön aus, weil es gerade total in der Abwärtsbewegung ist. Und man sieht, die Korrektur, die ist nicht wirklich weit gelaufen. Also sowas würde ich nicht empfehlen, beziehungsweise gar nicht erst öffnen. Heißt, wir suchen weiter. Gucken mal, was der Markt noch für uns im Angebot hat. Das sieht auch nicht so toll aus. Schauen wir mal nach dem 23er Level. Und als letztes noch nach dem 78er Level. Da habe ich nichts gefunden. Okay, das ist nicht so schlimm, weil wir haben noch andere Widerstände. Und ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal einen Pivotpunkt als Widerstand. Der funktioniert im Endeffekt genauso. Wir haben eine horizontale Linie, von der der Kurs abprallen wird. Und schauen mal eben nach einem guten Setup. Okay, hier haben wir schon bessere Aussichten auf jeden Fall. So. Ja, in dem Falle sind wir jetzt gerade im übergeordneten Chart. Hatten wir eine große Aufwärtsbewegung, die jetzt gerade nach unten korrigiert wird, und wir befinden uns jetzt gerade an einem doppelten Widerstand. Und zwar haben wir hier genau den S1 und hier weiter unten ist dann eben entsprechend der S2. Und hier kommt noch die Preismarke mit hinzu. Also S2 und Preismarke. Man sieht, wir haben ja auch eine Art Docht-Range, die sich gebildet hat. Heißt sozusagen, hier liegt ein Widerstand, hoppla, den wir vielleicht auch mal kurz einzeichnen können. Und wir können auf einem rausgezoomten Bereich auch mal schauen, ob das Ganze langfristig bestätigt wurde oder nicht. Und hier sieht man, das sieht eigentlich gar nicht verkehrt aus. Also wir haben quasi den Widerstand hier, wo wir schon mal eingetunkt sind und der wahrscheinlich auch halten wird, wenn der Markt dort noch mal reintunkt, um dann quasi in Richtung Long weiterzulaufen. Sowas kann man als Setup eben nehmen. Hier müsste man nur noch warten, bis der Markt ein bisschen tiefer ist und entsprechend auch wieder die Reaktion zeigt, um einen Impuls nach oben auszulösen auf einem kleineren Zeitintervall. Und das wäre ein, ja, ich sag mal, ein legitimes Setup, was man so noch findet. Hier sieht man auch, wurde der Widerstand noch angelaufen, macht das Ganze eben noch signifikanter. Okay, dann gucke ich auch noch mal in die Fragen rein. Okay, also hier wurde gesagt,
alles ist Fibonacci, ganze Welt. Genau, also ich glaube, diese Zusammenhänge, die Fibonacci-Zahlen-Zusammenhänge, die werden ja auf viele Sachen in unserer Welt projiziert, natürlich nicht nur die Börse. Ich glaube, das ist quasi sowas wie der goldene Schnitt, so, ne, könnte man sagen. Das sieht man auch in vielerlei Sachen, dass das Ganze eben Harmonie erzeugt. So, dann, warum bewegen sich die Kurse gerade zwischen den Fibonacci-Levels? Gibt es dafür ein Modell, woher es folgt, oder ist es so, weil alle es so erwarten und handeln? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Ob man quasi daran glaubt, dass Retail-Trader den Markt bewegen oder ob es vielleicht sogar Institutionen sind, die den Markt bewegen, weil wenn theoretisch jeder mit dem gleichen Ansatz handeln würde, und alle würden Chart-Patterns kennen und bei einem doppelten Boden sich Richtung Long positionieren, dann gäbe es ja kein Abtrieb, also dass der Markt auf einmal runterfällt, wenn alle Richtung Long wären. Außer es gibt eben jemanden auf der anderen Seite, der genug Geld hat, um einen Abverkauf zu starten, sozusagen. Und ich denke mal, der Retail-Ansatz, dass viele Leute dort sich an solchen Fibonacci-Levels positionieren, das ist schon sehr wahrscheinlich. Das weiß man eben nicht, das kann man nicht wissen. Aber die gleiche Frage kann man sich ja bei allen Chart-Patterns stellen. Oder auch nicht nur bei Chart-Patterns, sondern Ansätzen. So, ne? Jeder hat ja irgendwie sein eigenes Setup und die Frage ist immer, warum funktioniert das? Warum prallt der Kurs genau an dem und dem Level ab? Weil es alle so machen, Fragezeichen. Könnte sein. Darauf gibt es keine richtige Antwort, sage ich mal. Zeichne ich die Fibonacci-Linien auf Kerze oder Docht? Man nimmt sich das hoch, also den Docht. Und dann eben bis zum Tief. Also ich kann es hier nochmal kurz einzeichnen. Nehmen wir mal das Beispiel. Hier hätten wir jetzt das Hoch von diesem temporären Hoch. Ist das hier eben das höchste Hoch. Und dann würden wir uns hier das tiefste Tief nehmen. Und auch genau auf den Docht. Und dann würde es hier auch in dem Bereich bis 50% Korrektur, hat es nicht direkt angelaufen, aber fast bis an die 50 ran und dann korrigiert. Gibt es nochmal ein konkretes Beispiel im Bitcoin US-Dollar auf M5. Machen wir den vielleicht mal auf, den Chart, und nehmen unsere Forex-Screener Vorlage, okay, auf M5 von 15,45 bis 17,20. Also 15,45 ist hier genau im Nirgendwo. Das Band würde man hier nicht anlegen, sondern man legt es eben auf, man zieht es immer vom Hoch bis zum Tief oder vom Tief bis zum Hoch, je nachdem, in welche Richtung der Trend gerade läuft, sozusagen. Von daher, was hier, also ein klares Hoch hätte man beispielsweise hier hätte man auch einen Hoch, hier hätte man ein Tief und dann entsprechend von Hoch bis zum Tiefpunkt würde man das einzeichnen, so beispielsweise. Zack. Und dann müsste man halt gucken. Oh, jetzt hat sich der Zoom nochmal verändert. So, dann hätte man hier genau wieder die Korrektur, ne? Die Korrektur, die hier bis zum 61,8er Level läuft. Okay. So, dann sind wir mit den Setups durch. Und wir haben ja dieses Jahr, haben wir sogar auch noch ein
Weiteres Webinar, ich denke, das sollte so circa genau in einem Monat stattfinden, wird das letzte Webinar in diesem Jahr sein. Und falls es da nochmal ein Thema gibt, was Sie interessiert, welches behandelt werden soll, dann können Sie uns das gerne wissen lassen. Sie können uns unter unserer Mailadresse mail@forex-screener.de kontaktieren oder uns ja auf den anderen sozialen Kanälen können Sie uns auch gerne einfach schreiben und dann können wir, je nachdem, welches Thema am meisten Nachfrage hat oder ob es vielleicht nochmal eine allgemeine Fragerunde geben soll oder eben Setups, die Sie gerne mit dem Forex Screener finden wollen, aber Sie wissen noch nicht, wie das Ganze geht, können wir auf solche Sachen auch nochmal eingehen und sind mit den Themen flexibel. Genau. Ja. Wie gesagt, gibt es den Forex Screener auch gratis für jeden, der daran interessiert ist, das Ganze mal auszuprobieren. Einfach auf unsere Webseite gehen, Zugang gratis beantragen. Dort gibt es ein Formular, wo man einfach seine Vor- und Nachname einträgt, Kontonummer von dem aktiven Trading-Konto bei FX Flat, damit das Ganze entsprechend kontrolliert und freigeschaltet werden kann. Also kontrolliert im Sinne von, ob dieses Konto auch wirklich bei FX Flat existiert. Und dann gibt es den Gratis-Zugang. Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, für die letzte Stunde, für auch die Fragen, die Sie gestellt haben heute. Und hoffe mal, dass ich Ihnen einen Mehrwert mitgeben konnte, ein bisschen Inspiration mitgeben konnte für Trading-Setups und natürlich auch, wie man mit dem Forex-Screener arbeitet. Und ja, falls es Fragen gibt, kontaktieren Sie uns gerne. Ansonsten sehen wir uns spätestens beim nächsten Webinar. Vielen Dank und ciao, ciao. Super, vielen, vielen Dank. Der nächste Termin ist am 21. November. Da freue ich mich und bedanke mich natürlich bei allen Teilnehmern für das Interesse und für hier das auch aktive Mitmachen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke, Manuel. Ciao, ciao. Gerne. Ciao, ciao.